Zudem kommt die Regierung und bittet um Einlass in das Gesetz. Heute bin ich dieser Türhüter und ich sage, diese Tür ist nicht für euch bestimmt. Sie bleibt zu, liebe Regierung. Bevor ich zu dieser berühmten Parabel von Franz Kafka zurückkomme, möchte ich Sie fragen, wer von Ihnen noch weiß, wer Gabriele Pauli ist. Das war eine bayerische Landrätin, die berühmt geworden ist mit der Forderung, Ehen sollten nur noch auf Zeit, und zwar auf 7 Jahre, geschlossen werden. Und wenn Sie die Analogie zu diesem Fall erkennen, dann erkennen Sie, dass das Einzige, was an solchen Forderungen eine Halbwertszeit hat, die Fordernde selbst ist. Und diese Halbwertszeit ist ausgesprochen kurz. Was ist der große Quatsch an dem, was Frau Pauli erzählt? Nun, es werden so viele Ehen geschieden in unserem Land, weil es geht. Weil wenn man nicht mehr gezwungen ist, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzustehen, man in den schlechten Zeiten einfach damit aufhört. Und das, meine Damen und Herren, gilt für Gesetze eben auch. Die große Frage, die hier gestellt werden muss, ist, warum wir uns überhaupt an Gesetze halten. Das ist nämlich nicht deshalb der Fall, so meine These, weil wir bestraft werden, wenn wir es nicht tun. Sondern weil wir es richtig finden, weil wir es internalisiert haben, weil wir es habitualisiert haben, weil wir ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir es nicht tun. Ganz unabhängig davon, ob irgendjemand uns bestraft. Kurz, weil Gesetze einen geradezu sakralen Charakter haben. Meine Damen und Herren, das erkennen Sie schon daran, dass die Quelle, aus der sich unsere ganze Rechtsordnung speist, mit den Worten beginnt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und das erkennen Sie auch daran, dass diese Türhüterparabel, ohne dass ich Ihnen jetzt die alleingültige Interpretation dieses Textes geben will, uns doch sehr stark, der Mann vom Lande kommt vor die Tür und da steht ein Türhüter, an den Einlass in das Paradies durch Petrus für die arme Seele erinnert. Das heißt, wir halten uns deshalb an Gesetze, weil sie einen geradezu sakralen Charakter haben oder volkswirtschaftlich, spieltheoretisch formuliert, weil sie renegotiation-proof sind, weil sie nicht wiederverhandelbar sind. Und diese Regierung macht das Gesetz wiederverhandelbar und nimmt ihm daher die eigentliche Legitimationsquelle. Sie alle mögen sich erinnern, meine Damen und Herren, an den März dieses Jahres, als in den USA der Government Shutout vor der Tür stand, weil es eine Frist gab, bis zu der die Neuverschuldungsgrenze neu definiert werden muss. Das war, sagen wir, der 7. März. Verabschiedet wurde die neue Regel am 6. März um 23.17 Uhr. Meine Damen und Herren, Fristen sind niemals eine Quelle von Verlässlichkeit und Stabilität. Und jeder Student, der mal eine Hausarbeit kurz vor knapp vor Fristende abgegeben hat, wird das bestätigen. Fristen sorgen dafür, dass am Ende darüber entscheidet, was darum gemacht wird, mit welchem Fuß Herr Obama an diesem Tag aufgestanden ist und mit welchem nicht. Das heißt, dieser sakrale Charakter, diese Legitimität der Gesetzesordnung, die wird hier total untergraben und dann wissen die Bürger das und haben eben nicht mehr diese internalisierte Funktion. Das Gesetz wird hier zu einem Ding wie jedes andere auch und wir glauben, ich glaube, das ist, wir haben wir glauben das ja offenbar auch, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Nicht umsonst ist das älteste und wichtigste Gesetz, das wir kennen, immer noch das aus dem ersten Buch Mose. Das ist das zweite Buch Mose. Sei es wie es sei, die 10 Gebote sind sakral, die Verfassung ist sakral. Sakrales wird nicht nachverhandelt, deshalb gegengenannt. Lieber Lukas, die Gesetze sind eben keine zwischenmenschliche Soap Opera, gute Zeiten, schlechte Zeiten, mit denen man durch dick und dünn gehen sollte. Sondern die Gesetze sind dazu da, um Recht zu schaffen, um das abzubilden, was in unserer Gesellschaft da ist. Und wenn es schlechte Zeiten gibt bei diesen, dann sollte man sich vielleicht auch von denen trennen. Der Paragraph, der Homosexualität strafbar wird, bis 1971, der hat keine guten Zeiten geschaffen. Wir glauben, dass es gerade bei solchen Sachen wichtig ist, dass man sich von dem ach so sakral empfundenen trennt. Und dann hast du ja gesagt, Gesetze haben diesen sakralen Charakter deiner Auffassung nach. Aber sie können doch auch heute schon geändert werden. Sie sind doch verhandelbar. Ach so sakral sind sie doch auch nicht. Wir wollen aber die regelmäßige Überprüfung, damit diese Veränderung leichter fällt, nicht so lange dauert wie bisher und zum Beispiel die Homosexuellen hätten dann nicht so lange leiden und schlechte Zeiten erleben müssen. Deshalb komm bitte auf unsere Seite.